Moin Moin Cardugiana und jetzt willkommen zu unserem neuesten Special. Giulio Cesare, ein italienisches Schlachtschiff der Stufe 5 und verschrien als fucking OP. Denn das Ding drückt ohne Ende. Ist genau wie Sau und wird uns hier hoffentlich jetzt ein bisschen Spaß machen. Hat man gerade so ein bisschen bei den Schiffen durchgeguckt. Sind gerade die Roma gefahren, dabei bleibt man bei Italienern. Und das letzte Mal Giulio Cesare ist schon über ein Jahr her, dass wir da mal ein richtiges Video zu hatten. Dachte mir, wird mal wieder Zeit. Ein Schiff, was ihr weiter gar nicht mehr kriegen könnt. Premium Shop ist ja nicht mehr vorhanden. Aber mit ein bisschen Glück, vielleicht, wenn sie dieses Jahr noch mit drin ist in den Weihnachtscontainern, sollte sie da nach wie vor drin sein. Und sonst kommt ihr da echt nicht mehr ran. Es sieht sehr unscheinbar aus. Vom Turmlayout hat Drillingstürme und Zwillingstürme, was auch sehr außergewöhnlich ist. Kaliber 320 hört sich jetzt auch nicht so extrem an. Was ich nochmal ganz kurz gucken könnte, wäre Italy, Battleship, Premium, Battleship, Giulio Cesare. Wir haben einen Sigma-Wert von 1,9 und auch so eine allgemein sehr gute Streuung. Das ist schon die Würze hier bei dem Schiff hier. Na, mal gucken. Giulio ist schon letztes Jahr rausgenommen worden? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wenn man die Schiffe selber hat, achtet man immer auf so eine Änderung oder merkt sich so eine Änderung nicht, weil es für einen dann nicht mehr irgendwie interessant ist. Könnte ja auch sein, dass es nächstes Jahr wieder reinkommt, ne? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So. Und spottet durch Flieger. Ich liebe es. Reichweite liegt bei 16,3. Das ist nicht besonders viel. Ausbauen können wir sie nicht. Reichweitenflieger haben wir nicht. Alles erstmal nicht so geil. Kaliber nicht so dolle für Stufe 5. Da gibt es andere, die haben schon deutlich besseres Kaliber. Spricht eigentlich alles nicht so für Schiff. Tankt auch nicht viel Schaden weg. Tarnwert 11,9 ist natürlich ganz angenehm. Höhe schon mehrere Jahre nicht mehr zu kaufen. Das ist klar, aber war die schon mehrere Jahre nicht mehr in den Weihnachtscontainern? Wie gesagt, ich habe da nie groß drauf geachtet. Weil ich sie halt schon hatte. Könnte aber natürlich erklären, warum man die so gut wie überhaupt nicht mehr sieht. Das ist ja so selten geworden, das Schiffchen. Boah, was machen wir jetzt hier? Medox fängt da mit seinen Torps. Aber er spottet auch nichts. Die Gäde von der Seite. Oh oh, Medox, düst du bloß gleich ab da? Hab ich schon eingelenkt, scheiße. Jetzt hab ich gerade eingelenkt. Ich dachte nämlich, hier kommt gar nichts und da kommt die New York. Ach, Wiemanns macht es falsch. Wiemanns macht es falsch. Ich wollte nämlich an die da drüben jetzt ran. Mal gucken, vielleicht kann ich ihn von der Seite ein bisschen ärgern. Redox, hol ihn dir, top da rein. Schnapp ihn dir. Zirov kommt. Flock, 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 flock. Nice, 300 Flak Damage. Oh oh, Medox. Oh oh, Medox geht all in. Scheiße, jetzt sind wir beide weggefahren. Nein, Erik, mach mir den Schwachsinn doch nicht nach, was ich hier mache. Erik macht genau das Gleiche. Medox, die ist ab, da, die ist ab, die ist ab, die ist ab. Oder Kili, Kili, Medox, hat er ihn. Medox hat ihn, Medox hat ihn. Kommt irgendeiner. Nein, nicht reingegangen. Lauf, Medox, lauf. Erik und ich haben Blödsinn gemacht. Wir haben darauf spekuliert, dass da gar nichts ist. War irgendwie falsch. Hallo, Omaha. Omahi, Omaha. Omaha. Ha! Submarine lurking nearby. Omahi, Omaha. Und klunk. Get back! Hallo. Komm mal nicht mal an. Geil. Was hab ich denn für Schwachsinn ab? Wo 4 Kilometer? Was soll das denn? Ich hätte ja gleich wegrammen. 10.000 Euro auf der Omaha. Zita war da leider nicht drin in dem Winkel. Aber er lenkt gerade sehr schön zurück. Den können wir gleich finishen. Omahi, Omaha. Oh, oh, Erik, Erik, Erik. Lass mir was übrig. Und tschüss. Ach komm. 1000 Leben. 1000 Leben hat er noch. Fuso eiert da hinten rum. Medox lebt noch, Medox lebt noch. Erik, wir müssen eindrehen. Dreh, 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 wir müssen zurück. Kommen da doch alle, warum auch immer. Dreh, dreh, dreh. Sehr gut, sehr gut. Ja, 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 hub mich ruhig an, doch. So, zwei Salven, 23.000, nehme ich mit. Medox noch offen, scheiße. Medox sogar noch offen. Jetzt ganz schnell die Türme drehen. Abpraller, Abpraller, egal. Erik, 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 auf die Gäde, auf die Gäde, auf die Gäde.
Bidox muss überleben, Bidox muss überleben. Warum ist hier noch offen? Bidox, geh mal zu, Mann! Okay, da haut ab. Shit! Hätten wir da mal geholfen. Au. Das habe ich verdient. Oh. Get back. Hä? Lol. Die Omaha mit dem bisschen Leben pusht der jetzt um die Ecke? Das ist mit dir nicht richtig. Da kann man durchballern, Omaha. So. Schon haben wir die schlechte Reichweite ein bisschen kompensiert. Aber mal ein Kilometer mehr. So mag ich das. Gott, Medox wird uns so hassen hier. Medox wird uns so hassen. Es tut mir leid, Medox. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ah, schade. Hat nicht ganz geklappt. Torpedos to the left. Okay. Hey, Torpsies. Lol, treffen mich ja hier fast noch. Scheiße, dann schauen wir die U-Boot-Kacke in der Seite. Torpedos to the left. Aus! Torpedos to the left. Oh Leute, ich fahre immer noch Vollspeed. Ich hab da abgebremst. Torpedos on the right. Bullshit. Ja, dahinter rum. Fuso fast tot. Fuso ist voll top. Sie ist, glaube ich, eh tot. Wollen wir gar nicht mehr raufballern. Hier dreht weg. Dallas sieht da. Nee, Dallas fährt wieder nach vorne. Das ist nett, Dallas. Das sollte man nicht machen bei zwei Schlachtschiffen. Kado tot in 3, 2, 1. Nee, nee, ich habe Eric vor mir. Okay, okay. Genau mein Humor. Ja, Anti-U-Boot-Drop auf 6 Kilometer. Kommt nicht an. Cool. Ja, ganz ehrlich, also 4 Kilometer. Das Ding können sich, das können sich echt in die Haare schmieren. Torpedos to the left. Das ist doch ein Joke. Das ist doch einfach nur ein Joke. Ach, zu wenig. Moin. Oh, schön, Eric. Nice gemacht. Können wir hier schädlich hochfahren. Zumindest hat gerade Medios noch nicht in die gegnerische Torps geschoben. Noch nicht. Hab's ja vorhin probiert. Wo er seine Eugen gesteuert hat. Ich hatte es ja probiert. Er wollte ja nicht. So, U-Boot-Kacke immer noch neben uns. Torpedos on the left. Ah. Oh, Leute. Der war ja nur wirklich hier schon genau vor uns. Genau da, wo der Ping ist. Genau da. Oh, der, das kommt hier rum. Ob die Wasserbomben treffen. Dallas, Dallas, Dallas. Und tschüss. Ey, früher wären das 7 Treffer. Früher wären das alles Cheaters gewesen. Was haben sie mit meiner Julio gemacht? Die war mal so Torpedos gut. To the left. Die war mal so gut. Torpedos ach, die on the haben left. Die genervt. Heimlich. Genau wie die Türpels. Patch für Patch für Patch. Torpedos to the left. Beep, 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 beep. Wow. Au, 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 au. Ist das weh? Okay. Das ist U-Boot, der ist da irgendwo. Wasserbomben kommen immer noch nicht an. Julio. Aha, Julio. Wo kommt er uns verfolgt? Dann fällt er genau rein in die Wasserbomben gerade. Ich meine, er müsste ja auch irgendwann. Nee, trifft nichts. Ich hoffe, Eric hat bessere Wasserbomben. Ach, guck mal, der haut sogar ab. Der Ping war da. Doch, der ist 3 Kilometer weiter weg. Cool. Nice Ping-System, nice. Damit lässt sich arbeiten, nice Ping-System. Texas, Texas. 2K-Torpedo-Damage, wow. Boah, das war vom CV gerade, ne? Dafür können da aber auch 4-5 reingehen, das tut denn schon weh. Boah, Medox ist richtig mutig. Medox ist gerade richtig mutig. Da pusht er jetzt das U-Boot mit dem bisschen Leben. Kein Mist, Medox. Nicht sterben jetzt hier. Die Runde können wir noch knapp gewinnen. Mit ganz viel Glück. Wenn wir alles geben, wenn wir zusammen spielen, wenn wir schwitzen, dann könnte das noch ein Win werden. Ja, die Runde ist gelaufen. Ich weiß. Ah, aber ich gebe alles, um vielleicht noch einen Sieg zu holen. Eric und ich, wir machen das. Wenn ihr kämpft, genau. Wenn ihr kämpft, wenn ihr schwitzt. Go Medox, go Medox, go Medox.
Go, Maddox. Go, Maddox. Maddox macht das. Oh. Maddox macht das doch nicht. Oh, Maddox. Da kloppt jetzt einer auf seinem Tisch rum, Alter. Panisch, Scheiße. Ach, Maddox. Wup, wup. Wenn ihr euch ansteckt, könnt ihr es noch verlieren. Das, da wird schon eher ein Schuh draus, wa? Maddox fühle ich Maddox. Ich fühle das. Mal ein bisschen Leben, nachdem ich alleine gelassen habe. Was? Wir haben taktisch die Seite ausgekundschaftet. Wir hatten ja keine Idee hier, weißt du? Einer musste ja spotten fürs Team. Das musste ich ja tun. Nee, das war am Anfang war scheiße. Da hat der Maddox absolut recht. Ich habe darauf spekuliert, dass da nichts kommt. Der Erik war davon jetzt auch angefixt. Der dachte halt, da kommt auch nichts. Und im Endeffekt waren wir einfach zu schnell an der Front. Da haben wir ein bisschen länger gewartet. Die Gäde, die wäre viel einfacher da gestorben. Den hätten wir da zusammen runterballern können und. Na, naja. Ein paar schöne Salben hatten wir ja. Hallöchen, New York. Guck dir mal die Bündelung der Schüsse an. Bams! 15.000. Absolut. Hätte ich jetzt hier in meiner Kongo gesessen oder in meiner New York, ich würde behaupten, da wären nicht so viel Schuss reingegangen. Alter, eine Salve. Das sind die Sachen, wofür man die Julio liebt. Die Julio, kleiner Funfact, das Video gibt es sogar noch auf YouTube. Da gab es sogar mal noch eine Vorvariante vor. Eine Variante, die sogar noch schlimmer war, die noch genauer war, noch mehr Damage gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, ob das unter einem anderen Namen dann nochmal gelaufen ist, aber da war sie noch unter NDA. Da durften wir sie halt noch die NDA-Schiffe auch zeigen. Die VIP-Schiffe. Und das war krank. Das war einfach nur krank. Da hatte ich, glaube ich, eine Runde gedreht gehabt, da in der ersten Runde gleich 180.000 Damage innerhalb von Sekunden, also gefühlt. Das war krank. Kiwi, das heißt doch, jeder fährt woanders hin, oder? Korrekt. So und nicht anders. Warum war das jetzt kein Damage? Auf T5, ja, auf T5. Oder 130.000, irgendwie so. Ah, weit über 100.000 Damage habe ich da gemacht. Ich dachte mir, oh, Alter, was war das denn? Da waren wir auch alle sehr froh, dass sie die nochmal abgeschwächt hat. Verstehst du aber das Cheater-Problem? WG hat die echt geändert, anders kann es gar nicht sein. Ach, Ivo, hab doch einen Cheater gemacht. Es ist einfach RNG, wirkt damit ein. Omaha war AFK. Der Winkel war bei der Omaha auch scheiße, der stand ja wirklich leicht angeschrägt. Kann froh sein, dass ich überhaupt die einen Cheater da gemacht habe. Müssen halt Breitseite zeigen. Spiel mal Kreuzer, spiel mal Schlachtkreuzer, spiel mal normale. Kreuzer, nee, ist richtig. Schlachtkreuzer, normale Kreuzer. Hab da mal Kreuzer, Breitseite, sonst wie was. Oder spiel mal wieder hier die leichten Briten mal. Weil dir da einer irgendwie Breitseite zeigt, du machst da so viel Zitas ohne Probleme. In Schlachtschiffen, das war schon immer Glück mit drin. Schöne Runde, 72.000. Das war nett. Jetzt mit dabei, der ist auch nett, der Lollo. Lollo, wir zusammen mit Maddox machen das hier jetzt. Aber jetzt kommt mein Supercontainer endlich. Nix, Alter, nix. Man möchte schon gar nicht mehr spielen. Nix, Christe. Raupenhugo, dafür den Sub 11 Monate. Hi, hi. Blue Flash 32 Monate, Silberzwerg 15 Monate. Euch hatte ich heute, glaube ich, schon. Dankeschön. Messi, Messi. Glück. So, Julio fahren wir zwei Runden, eine fahren wir noch. Dann reicht doch erstmal wieder mit dem Schiffchen. Mal gucken, was wir danach noch rauskramen. Giulio, Giulio. Das ist ja der Lollo. Guck mal, wir haben einen Lollos im Twitch-Chat und einen Lollo im Spiel. Sogar die Nummern sind gleich. Was ein Zufall. Ein Supercontainer, alte 4. Gleich raus. Weißt du, gleich die Runde ist gelaufen dann. Kriegst keinen Supercontainer. Die nächste Runde ist scheiße. Ich sag's euch. So. Novo Assist. Nee, Lollo, das geht nicht. T5 bitte. T5. So fangen wir hier gar nicht an. Spiel bitte T5. Was eine dieselbe Person ist? Ich glaube, vielleicht. Kann sein. Ich glaube, dann mal, falls ihr uns gerade nicht hört. E5 bitte. Unterschiedliche Divisionen von der Stufe her bitte nicht spielen. Ich meine, wenn ihr mit T10 einer hat, einer T9, dann mag das noch gehen. Aber sonst macht das nicht. Wenn der Cromonere und ich das zusammen machen, mein Gott. Der ist nicht weiter wild, aber hier ist es. Hier wäre es jetzt doof, weil wir uns miteinander nicht absprechen können. Spiel doch mal die Umikaze. Nö, spiel du die doch. Colombo haben wir letztens erst gespielt. Gar nicht so lange her. Supercontainer 15, 15, 17. Das ist der geheime Supercontainer-Code?
Musst du die Spielkonsole öffnen hier und den eingeben und dann kriegst du einen? Bestimmt. Hört sich fast so an. So, geht los. Woohoo. Sagt er einfach nö. Arroganter Streamer sagt einfach nein. Ben Horst? Nö. Ben Horst, da hatten wir auch erst vor geraumer Zeit mal was gemacht gehabt, glaube ich. Die Hunde waren alle mistig. Die sind mir sehr, sehr negativ in Erinnerung geblieben. Leider. Scharnhorst, da ist er doch. Scharnhorst. Juli 21, auch schon lange her. Deutscher Geheimtipp. Ich glaube, damals das, was ich noch extra aufgenommen hatte, hatte ich gar nicht gebracht auf YouTube. Ihr wisst ja, ich bringe ja bloß immer die geilsten Runden. Immer im 15. und im 17. Reihenfolge. Ich glaube nicht. Brandenburg. Rory ist gefahren. Moin, Keule, was geht? Und sich auf die Gier zu sparen? Ja. Tulsa, Gottes Willen. Muss ich mir ja noch anstrengen heute. Nee, auf. Wir spielen heute chillig Schlachtschiffe. Hey, eigentlich würde ja heute passen so zum Abschluss den Colombo nochmal, ne? Give me freedom or give me death. Kratos ist nicht arrogant, nur abgehoben. Ah, denn. Colombo. Ich bin letztes Mal Colombo gefahren. Oktober 21 auf YouTube. Krass, ey, wie lange das alles schon mal her ist. 3 Videos haben wir bloß zu Colombo? Oh, ich fahre ja gar nicht. Was geben? Riege habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ach, Mad Max. Na. Meine Riga-Runde, ich war so gut in der Riga, ey, wir haben ja nur gewonnen. Daher, lass mal. Riga fasse ich nicht mehr an. Ich will den Gegnern halt auch eine Chance lassen. Riga ist einfach zu easy, mit der was zu gewinnen. Oh, Medox, du alter Tiger. Miau. Ah, Borodino. Vielleicht. Die Sache noch zu erwerben? Nein, kriegst du nicht mehr. Und selbst haben von welche geschrieben hier, unsere Admins hatten es geschrieben, selbst aus den Weihnachtscontainern ist er wohl entfernt worden. Sprich, an die kommst du gar nicht mehr ran. Eine Rarität. Haben bloß noch alte Accounts. Du bedenkst, dass du das Ding damals für ein 20 kaufen konntest? Verrückt. Pommern. Hm? Dachte, ich wäre blind. Nein, bist du nicht. Kommst du leider nicht mehr ran. Bei den Weihnachtscontainern, die es ja hoffen, dass sie vielleicht wieder mit reinkommt, aber... Dann halt ordentlich reincashen. Das kommt ja noch dazu. Kann mich auch irren, bin aber der Meinung, dass die Cesare raus ist. Das ist absolut richtig. Aus dem Container meinst du? Ja, ja, ist richtig. Das ist richtig. Noch ein Versuch. Spiel doch mal die Shikishima. Ach, typisch. Komm schon. Wenn ich die Satsuma habe, brauche ich doch die Shikishima nicht. Pama, danke für den Sub. 9 Monate. Ahoi, macht weiter so. Ihr seid die Besten. Dankeschön. Merci, merci. Twitch, Baby, geht auf dich. Machen wir sie platt, hoffe ich. Ja, Mann, Lollo, gib alles. Gib alles. Der Flinger, Tiger, Jules, Cesare. Geil, die Achselmächte sind am Start hier. Jervis, die gute alte Jervis. Nicht aufgegangen. Angenehm. Und alles daneben. Hä? Der Jouar hat ein Problem. Jajuar. So, Medox, pass auf, da ist ein Colorado mit bei. Das kann richtig wehtun hier vorne. Duke of York eh schon ätzend. Colorado aber noch richtig schlimm. Wir lenken beide schon ein. Scheiße. Yoko fährt Kerzen geradeaus. Geil. Dann wollen wir mal. Oh, Nebel hier vorne. Oh, Jajuar ist down. Ich habe die Kase zum Glück noch nicht. Zitadelle! Hi Miyoko. T7 Kreuzer, zieht er gedrückt. I like. I like, I like, I like. Gleich jetzt vor dem Streamer ignoriert seinen Mod. Böser, böser, abartiger Streamer. Macht bloß sein eigenes Ding, lebt in seiner eigenen Blase. Klingt auch falsch aus dem Kontext gezogen. Hallöchen, Colorado. Müssen wir aufpassen hier. Scheiße, Jervis hätte mal raufballern sollen. Colorado fuhr gerade so schön. Warum bist du so schnell, Colorado? Wieso bist du so schnell? Oh, nein! Oh, er hat Nebel. Oh, ein Glück. Move, move, Kamikaze, move. Schiss genau zwischen beiden DDs. Er ist noch spotted. War da? Nee.
Ah, zu früh zugegangen. Scheiße. Niemand macht das falsch. Zieh nach hinten, Kamikaze. Zieh nach hinten. Scheiß auf die Front da vorne. Macht er auch. Perfekt. Das macht er auch. Colorado fährt schon wieder weg. Warum fährt er weg? Duke hätte ich gerne nochmal so schön Breitseite. Aber nicht breitseitig genug. Scheiße. Oh, Jervis down. Nice, Kamikaze. Sehr schön. Bam. 4-1. Nicht schön. Oha, jetzt geht es sterblos. Kamikaze, geil. So, die Minikaze hier. Das war wichtig, dass der von der Seite da wegkommt. Können wir hier nämlich viel schilliger spielen. Mein Minikaze ist auch schon schlimm, ne? Na, du ziehst doch gleich rum, wa? Ziehst nicht rum, ziehst du rum? Ne, du ziehst nicht rum. Dann machen wir weiter so. Wegstanzen. Und... uff! 5-6. Dima Baby rotzen wir gerade zusammen, ey. Wahnsinn. Das macht Spaß. Man kann die Cesar nur noch über Supercontainer bekommen. Gerade nachgeschaut. Da ist sie noch drin in den Supercontainern. Seht ihr? Easy. Also. Kriegt doch ständig Schiffe aus den Supercontainern. Da kann ein bisschen Glück und dann, ne? Halt mal ein bisschen reincashen, damit Wargaming euch ein bisschen Glück zuschiebt und dann klappt das schon. Und klatsch. 5-1 von Tal. Läuft. Läuft. So, jetzt zeigt er Breitseite. Geht was mit ihm. Kommen wir auch weiter nach vorne wieder. Nimm mich an? Nee. Digga, guckst du? Guckst du? Redox-Salve? Nee. Doch, nee, vielleicht. Oh, er hat gelöscht. So, kein Risiko eingehen. Minikaze ist auch. Und nice, Alter, die Kamikaze geht ja völlig eindrehen. Alter, die lohnen wir gleich mal. Kamikaze plus 1. Aber mal volle Möhre. Geiles Ding. Beide DDs hat er jetzt rausgenommen. Obwohl die ihn da fast schon runtergeballert hatten. Boah. So, Miyoko, dann wollen wir mal. Das heißt Miyoko. Das ist total interessant. Feuer! Und zieht er und weg. Knickknack. Okay. Ich hab den DD auch 3-2 gedrückt. Sehr gut, Lolo. Sehr schön, sehr schön. So muss das sein. So, Miyoko cheatet eindeutig, haben wir gerade gesehen. Eindeutig Cheater. Ne, der dreht schon gleich wieder zurück. Müssen wir lieber auf den da. Damage, Damage, Damage. An der Zita abgeprallt, ja. 320er an der Zita abgeprallt. Hab das U-Boot da untergetroffen. Und an dem U-Boot hatte ich dann einen Abpraller. Eindeutig. Nee. Kommen wir noch nicht zu weit hier rein. Colorado ist zu böse. Ach, bin sogar unsichtbar. Süß, geiler Tarnwirt. Tarnwirt nutzen, den läuft er. Der ist so böse. Wofür ist mir leid? Hallöchen, New Orleans. Wo fahren Sie denn hin? Oh, das kommt gut, das kommt gut. Und... alles klar. Kommt richtig gut, sag ich. Kommt richtig gut. Geile Sache. Ich sollte aufhören, sowas zu sagen. Ich sag jetzt immer, scheiße, geht doch eh nichts rein, sag ich jetzt immer. Nichts. Nichts. Den kann man doch gar nicht treffen. Wo mache ich das jetzt? Da geht alles daneben. Der lenkt doch eh weg. Das ist sowas von daneben. Die Salve, die trägt, trefft gar nichts. Guckt's euch an. Alles daneben. Nee, ist genauso scheiße. Hätte er klappen können. Hätte ja klappen können. Also an meinen Ansagen liegt es dann wohl doch nicht. Gut zu wissen. Schön, dass die sich hier so runterfahren lassen. Gib bloß nicht mehr zu. Die Iron Duke ist jetzt zu dicht. Das ist aber unangenehm. So, darf ich dich jetzt endlich mal richtig bestrafen, Miyoko? Du gehst mir total Sack. Jetzt lenkt er echt ein. Du hast ja ganz Sack nicht weggelenkt. Warum lenkst du jetzt? Der ist immer noch. Sag mal, sind meine Granaten so langsam? Du musst ihn davor halten. Der war voll in der Lenkung drin, der hätte doch mal langsamer werden müssen. Bullshit. Hilfe. Wo ist meine Division? Hilfe.
Wurde hier im Stich gelassen. Wo ist mein Medox? Lollo, wo seid ihr? Hilfe! Au. Our ship is aflame. Ich hab hier eine Iron Duke, der will mal ein paar Breitseiten fressen, aber so richtig. Nice! 1000! 736 Leute kraulen lässt nach. Nö, ist aber unterschiedlich immer. In den letzten Streams hatten wir auch immer 1000, 1200. Kommt immer drauf an, was für ein Wochentag. Donnerstag, Freitag ist meist immer am meisten hier los. Ich bedenke, es ist momentan noch Sommerloch. Bum, bum, bum. Auf diese Zahlen braucht ihr sowieso nichts geben. Kommt auch immer drauf an, wer gerade auf Stream. Kommt immer drauf an, ob Walk Gaming gerade gestreamt hat. Ist immer sehr unterschiedlich. Manchmal hatten wir sogar schon, wenn der Walk Gaming Stream war, an dem Donnerstag vom Patch, dass wir danach den hier 1500 Zuschauer aufwärts hatten. Weil die einfach den anderen geguckt haben oder gesucht haben, den sie gucken können. Die Zahlen sagen überhaupt nichts mehr aus. Variiert zu stark. Und boom! F4. Medox ist schlau geworden, er hält sich von dir fern. Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch. Medox, push mal. Medox, mach mal. Medox, mein neuer Krumm. Fahr mal vor. Medox. Medox, guck doch mal, was die da machen. Nee, der täuscht bloß an. Iron Duke fast down. Und down, sauber. Endlich wieder unsichtbar. Ich glaube, wir schlachten die Gegner gerade wieder ganz schön ab. Aber ich glaube, so langsam ist die Pizza durch. Kannst den Ofen an Deck wieder ausmachen. Ja, ne? Blut gebrannt. Also, es fühlt sich nicht an wie ein T5-Schiff hier. Was das Schießen angeht, was den Damage-Output angeht und. Es fühlt sich an, als ob ich hier einen 6er fahren würde. Das Ding hätten sie damals auch einfach als C6-Schiff bringen können. Ein bisschen mehr Leben, vielleicht Panzerung ein bisschen mehr. Nachladzeit vielleicht ein bisschen runter oder was weiß ich. Aber es fühlt sich nicht annähernd an wie ein T5-Schiff. Ganz so moderat, so easy peasy hier 50.000 Damage aufwärts fahren. Und mach mal mit einer New York und Co. Ich meine, Güten, in richtigen, in geskillten Händen. Ja, so, dem ich an. Ein geübter Fahrer, so rum, das hört sich besser an. Der macht das natürlich hier konstant auch mit anderen Schiffen. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist hier sehr einfach. Die Salven sind schon extrem. Gucken jetzt Colorado nochmal schön auf der Seite. Ich muss weiter vorhalten. Ah, 5000 nochmal hinterher. Joko trifft keiner. Extra nicht auf den geschossen. Der weicht die ganze Zeit so schön aus. Ich hab keinen Bock mehr gehabt, auf den zu schießen. Colorado, Colorado. Bom, bom, bom. Meinst du, dass dein Team die Gegner abschlachtet? Weil Dümmel ist ja nur hinten rum. Was? Hallo? War vorderste Front ihm die ganze Zeit? Ich musste mich ja zurückziehen. Meine Division, meine Teammates haben mich am Stich gelassen. Ich hatte den Angriff ja geführt hier auf der linken Seite. Ein bisschen. Irgendwo. Ich meine, in eine Colorado reinzupushen, umso dichter du da rankommst, umso schlimmer wird's. Es ist ja nicht so, dass ich dichter an die Colorado rankomme und dann wird's einfacher für mich. Umso mehr Mummeln von ihm treffen, umso mehr fress ich auch frontal brachial. Dann lieber gewissen Abstand und die 406er wirken lassen, indem sie neben mir ins Wasser klatschen. Ey! Ey! Brotzt der mich hier? Warte mal, nimm das da! Friss meine Wasserbomben! Bin ich hier getorbt? Medox, du hast den Gegner aber nicht getroffen. Er war ja weit weg. Üben wir nochmal mit dem Ziel. Das üben wir nochmal. Ne? Boah, ein bisschen. Naja. Ja, das Team, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist auch die Badehose schuld. Sowieso. Sowieso, das Wasser. 18.000 EP, 73.000 Damage. Nette Runde. Da waren jetzt zwei eher langweilige Abschlachtrunden, muss man leider sagen. Aber funktioniert halt. Mit einem Fünfer konstant hier 70.000. Ich glaube, die Runde davor hatte ich 80.000 Damage. Das ist die Julio. Jetzt seien wir damit wieder ein bisschen eingespielt. Ich spiele die alle paar halbe Jahre mal. Sei damit mal ein bisschen eingespielt. Ey, das Ding ist krank. Das Ding ist wirklich der Wahnsinn. Habe ich eigentlich einen Credits gemacht? 500.000?
Hier drauf. Ah, der hat den großen Bonus noch drauf. Ich verstehe. Ich hält, hab vergessen, es runterzunehmen, ne? Weil, schön, dass wir immer automatisch überall drauf sind. Meine Freunde, das war unser Ausflug mit der Giulio Cesare. Ein schönes Schiffchen. Drückt euch die Daumen, dass ihr sie irgendwann mal habt. Und alle diese haben, könnt ihr mal in den Chat schreiben. Was haltet ihr von dem Schiffchen? Fahrt ihr sie noch? Findet ihr die so geil wie früher? Oder habt ihr auch das Gefühl, irgendwas hat WoW Gaming doch da verändert? Haut rein, bis zum nächsten Mal.